Hi, mein Name ist Eddie und ich spiele den sechsten Teil von Civilization. Ich bin ein blutiger Anfänger, das heißt, wenn ihr mir Tipps geben wollt, seid ihr hier richtig. Wenn ihr mit mir das Spiel zusammen ganz frisch erleben wollt, seid ihr auch hier richtig. Wenn ihr aber einen professionellen Kommentar zu diesem Spiel haben wollt, dann solltet ihr euch vielleicht ein anderes Let's Play suchen. Ansonsten herzlich willkommen zu Ich spiele Civilization 6. Wir beginnen ein neues Einzelspielerspiel. Wir wollen ein Spiel erstellen. Ich habe schon ein schnelles Spiel mal ausprobiert. Das heißt, ich habe 2 Stunden in diesen Teil reingesteckt. Und bislang ist meine Erfahrung mit Civilization die, dass ich eine Nacht Civilization 4 gespielt habe. Also habe ich wirklich sehr wenig Erfahrung. Umso mehr freue ich mich, mich jetzt in Civilization 6 einarbeiten zu dürfen. So, wir müssen zunächst eine Zivilisation auswählen. Wir hätten hier Friedrich Barbarossa aus Deutschland, Gandhi Indien, Gilgamesch Sumerien und so weiter. Ich habe wirklich irgendwie Lust auf... Oha, ich finde die jetzt gar nicht. Ich dachte... Ah, dort. Ich hatte irgendwie Lust auf Japan. Und da haben wir Hojo Tokimune oder so. Meiji-Restauration. Ja, er hat Samurai als Spezialeinheiten und eine Elektronikfabrik als einzigartiges Gebäude. Und ich habe irgendwie Lust, die Japaner zu probieren und mal gucken, ob es schief geht oder nicht. Schwierigkeitsgrad. Prinz ist so der normale Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, wie ist denn das? Das macht es schwieriger, das macht es einfacher, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich belasse es mal bei Prinz. Wenn ich scheitere, dann mit euch zusammen. Das Spieltempo ist Standardkartentyp, Kontinente, Kartengröße wähle ich erstmal klein. Das erweiterte Setup überspringe ich jetzt einfach, aber ich kann ja mal kurz reingucken, um es euch zu zeigen. Ich kann Regeln einstellen, Anfangszeitalter und andere Dinge. Siegbedingungen. Und ein Random Seed finde ich sehr cool, dass man sogar einstellen kann, ob es Barbaren gibt oder Stammesdörfer. Und die anderen Anführer kann man auch wählen, aber das belassen wir mal dem Zufall und starten das Spiel. From the first stirrings of life beneath water, to the great beasts of the Stone Age, to man taking his first upright steps, you have come far. Now begins your greatest quest. From this early cradle of civilization on towards the stars. The great wave of Buddhism follows you, Shikan of Japan, Hojo Tokimu. Your people truly understand what it is to practice balance, and even your finest samurai will be well learned and spiritually apt. Be strong, embrace the divine wind, and you will reach enlightenment. Da habt ihr die wunderbare Stimme von Sean Bean gehört. Ich hatte das Spiel zunächst auf Englisch, weil ich diese Stimme hören wollte. Dann habe ich aber entdeckt, dass man sagen kann, dass der Spielsound Englisch ist. Das heißt, ich höre die Stimme von Sean Bean, aber die Texte auf Deutsch. So dass ihr auch einfach auf Deutsch mitlesen könnt und so dass ich auch wirklich alles verstehen kann. Ansonsten kann es jetzt auch losgehen. Ich wollte noch anmerken, dass die Ladezeiten sehr, sehr lang sind. Ich bin sehr glücklich, dass ich in der Zeit Sean Bean lauschen kann. Sean Bean, wer ist das überhaupt? Man kennt ihn wahrscheinlich am besten aus Herr der Ringe, beziehungsweise als Eddard Stark, den Vater der Stark-Kinder aus Game of Thrones. So, in Civilization geht es darum, dass wir mit unseren Siedlern eine Zivilisation gründen. Wir fangen ganz klein an, auf einer Karte, die wir nur teilweise sehen und die wir mit der Zeit aufdecken werden und dabei andere Völker entdecken werden. Und wir versuchen durch verschiedene Möglichkeiten zu gewinnen. Gewinnen heißt, man gewinnt das Spiel durch Krieg, man gewinnt das Spiel durch kulturelle Punkte, man gewinnt das Spiel dadurch, dass man als Erster im Weltraum ist. Und ich glaube, es gibt noch einen Religionssieg, aber der soll wohl sehr schwierig sein. Genau, so ungefähr. Wir haben hier unsere Siedler direkt am Meer, was ich sehr cool finde. Das wirkt direkt sehr japanisch überhaupt so. Also es könnte sein, dass wir hier auf einer kleinen Insel sind und das quasi Japan repräsentiert. Außerdem haben wir Krieger an unserer Seite, die wir auch frei bewegen können. Hier haben wir Räucherwerk als Kultur, als Luxusgut. Hier haben wir Fische.
als Bonusressource. Das heißt, wir können sehr schnell auf maritime Forschung gehen. Ich weiß nicht, wie gut. Doch, eigentlich ist das Siedeln hier gar nicht schlecht. Hier unten sehen wir, wie gut es ist, hier zu siedeln. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das Süßwasser. Kann das sein? Deswegen ist hier jetzt. Oder stehen wir hier irgendwie am See? Nee. Das heißt, wir siedeln hier einfach. Sieht ja nicht schlecht aus. Ja? Andere Profis würden jetzt vielleicht rumwandern. Ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach, wir fangen da, wo wir starten, auch direkt an. Eureka! Der Zugewinn einer Stadt an der Küste hat eurer Zivilisation Einblicke verschafft, wie man den Wellen Herr wird. Und zwar gibt es ein ganz tolles System in Civilization 6. Je nachdem, was man erlebt, was man baut, was man erforscht hat, werden neue Forschungen vereinfacht. Zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt eine Küstenstadt habe, kann ich Segeln mit einem Bonus erforschen. Und eine Forschung können wir hier oben direkt auswählen. Hier ist Segeln. Jetzt brauchen wir nur noch 9 Runden, um das Segeln zu erforschen. Und ich glaube, das werde ich auch gleich tun, denn um mich herum sehe ich sehr wenige andere Ressourcen und ich möchte schnell auf den Fischbonus zugreifen können. Segeln wird jetzt erforscht. Außerdem wird hier die erste Gesetzgebung erforscht. Daran kann ich jetzt noch nichts ändern. Aber langfristig könnt ihr hier mal gucken. Es gibt hier immer so einen Baum, den man sich anschauen kann. Kann ich hier ganz viele neue Gesetze erforschen, die mir Boni bringen. So, und mit einer Stadt kommt auch immer die Produktion ins Laufen. Und ich kann jetzt verschiedene Einheiten produzieren. Und verschiedene Gebäude oder Bezirke für meine Stadt und die Umgebung. Hier sehen wir auch immer so ein kleines Symbol. Das ist unsere Beraterin, unsere Assistentin. Und die empfiehlt uns gewisse Züge. Jetzt zum Beispiel empfiehlt sie uns, dass wir zum Beispiel einen Speer bauen. Oder einen Schleuderschützen oder ein Monument bauen. Ich bin aber auf jeden Fall für den Speer. Denn wir sehen sehr wenig Land um uns herum und es wäre gut, wenn wir mit dem Speer ein bisschen umherreisen können, um ein bisschen die Gegend zu erkunden. So, genau. Jetzt wird mir hier unten noch gesagt, dass eine Einheit Befehle braucht und ich schicke den Krieger jetzt erstmal. Ich weiß nicht, wie klug das ist. Ich nehme das vorweg. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich entscheide einfach aus dem Bauch heraus. Wenn ihr Tipps habt, bitte in die Kommentare damit. Ich lese sie mir alle durch. Trotzdem werde ich jetzt nicht immer jedes Mal dazu sagen, dass ich keine Ahnung habe. Ich sage das jetzt einmal. Ich bin ein unerfahrener Spieler und treffe einfach alles aus dem Bauch heraus. Falls es logischere Entscheidungen gibt, nennt sie mir, dann lerne ich einfach dazu und dann werden die späteren Runden für mich auch angenehmer. Und dann kann ich auch neuen Spielern vielleicht coole Tipps geben, die von euch kommen. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Okay, und hier unten sehen wir jetzt immer, wann wir die nächste Runde starten können. Und darum geht es eigentlich in dem Spiel. Es ist eigentlich ein großes Brettspiel. Man setzt Einheiten umher, kriegt Ressourcen und spielt Zug um Zug um Zug. Und um einen herum sind ganz viele andere Spieler, die genau das Gleiche tun. Nur, dass man sich nicht ständig sieht und nicht weiß, was der andere tut. Und trotzdem versucht, eine Balance zu erschaffen. Und weiter geht's. Ist ja jetzt bislang super spannend, was hier passiert. Gehe ich hier nach unten oder nach oben? Das ist die Mitte der Karte tatsächlich. Ich vielleicht eher nach oben. Das Spiel ist fantastisch designt. Es gab viel negative Kritik. Kritik ist oft negativ, aber es gab vor allem negative Rückmeldungen im Grafikstil, weil das Spiel bislang einen sehr ernsten Stil hatte und es jetzt sehr comicartig geworden ist. Das sieht man am besten, wenn man auf die Charaktere schaut. Die wirken eher in einem Pixar-Stil dargestellt. Bei ihm sieht es jetzt immer noch relativ ernst aus, aber wenn man genau hinschaut, der hat riesige Hände und auch sein Kopf ist einfach sehr, sehr übertrieben dargestellt. Und ich mag das extrem gern, weil es den Charakteren einfach so viel, viel mehr Charakter gibt. Und auch die ganzen Gebäude, die sehen einfach gut aus. Es hat einfach einen ganz, ganz großen Wuselfaktor mittlerweile.
Wollte mir auch Civilization 5 gerne holen, hab irgendwann mal eine Grafik gesehen, wie es aussieht und hab dann sofort entschieden, nee, das will ich nicht. Establishing diplomatic relations with them will surely be beneficial for our empire. Perhaps we should send them an envoy. So, ihr seht jetzt hier nicht, was hier oben die Beraterin sagt, deswegen werde ich jetzt mal mein Bild da, dort entfernen. Und dann seht ihr ein bisschen mehr vom Spiel. Achtung. Jetzt seht ihr gerade nichts vom Spiel. Doch, jetzt müsstet ihr wieder aussehen. Sehr schön. There are several different types of city-states. And each may provide different benefits in return for our friendship. Our government, over time, will allow us to earn envoys to grow these relationships. So, wir haben jetzt einen Stadtstaat entdeckt. Und Stadtstaaten sind passive Mitspieler, nenne ich sie jetzt mal. Das ist wahrscheinlich sehr schlecht erklärt. Aber das sind andere Parteien, die im Spiel wenig ausrichten. Also die sind einfach da. Ich kann mit denen auch handeln. Ich kann mit denen, ich krieg Vor- oder Nachteile durch diese Stadtstaaten. Aber sie sind keine Global Player. Das ist jetzt nicht hier sowas wie, oh, hier drüben habe ich jetzt Deutschland entdeckt und ich muss versuchen, gegen Deutschland zu gewinnen. Nee, es ist eine kleine Partei, die sich nicht groß ausbreitet. Die ist da und fungiert als Hilfe oder auch als Störer. Passiert gerade sehr wenig, weil meine Forschung einfach noch andauert. Wir sehen hier, der Speer wird gleich fertig sein. So, und mit dem Speer, der hat so einen hübschen Schäferhund dabei, er sieht eigentlich aus wie ein Schäfer, können wir jetzt die Welt erkunden. Bin mir gerade nicht sicher, können wir einstellen, dass er automatisch erkundet? Mach das vielleicht später. Erstmal will ich per Hand erkunden, dann verpasse ich auch nichts. Our explorers have spotted another friendly tribal village. I suggest we send a scout to investigate. Das gibt's auch noch. Es gibt die Stadtstaaten und es gibt kleine. Oh, wie hat sie es gerade genannt? Hier steht's. Kleine Stammesdörfer, die wir mit unseren Speeren erkunden können. Und wenn wir die ersten sind, die mit einem Speer auf so einer Fläche landen, in so einem Dorf, dann kriegen wir Boni und der Speer Erfahrung. Soll ich schon das Monument bauen? Ich weiß nicht, ob das ein großer Vorteil ist, ein Monument zu haben. Ich habe das zuletzt gebaut, aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal bauen würde. Bin mal extrem und sage, ich hole mir noch ein Speer. Und ich brauche unbedingt Segeln. In 4 Runden kann ich das dann machen. Oh, hier gibt es Reis. Das finde ich natürlich interessant als Japan. Anscheinend habe ich die Dorfbewohner teilen. Ah, ich habe jetzt durch die Entdeckung einen Bonus bekommen. Sehr schön. Sehr schön. Unser Dorf ist gewachsen. Unsere Stadt Kyoto. Okay, ich habe durch die Entdeckung dieses Stammesdorfes, habe ich die Entwicklung der Ausrichtung Außenhandel, da habe ich große Fortschritte gemacht. Sehr schön. Außerdem ist Kyoto gewachsen. Wir sehen das Wachstum hier an dieser Zahl. Vorher stand da eine 1, jetzt haben wir eine 2. Und in 11 Runden haben wir 3 Einwohner, wenn ich das richtig verstanden habe. In 2 Runden haben wir wieder einen neuen Speer. So, vielleicht sollte der mal Osten erkunden. Da ist eine Wüste. Oha. Da haben wir einen Barbarenspeer. Barbaren sind neutrale Feinde. Das sind Feinde, die wir eigentlich bedenkenlos angreifen können, weil sie uns ohnehin böse gesinnt sind und die vereinzelt auf der Map auftauchen. Und wenn ich ehrlich bin, ohne die Barbaren würde ich überhaupt nicht auf Krieger gehen. Aber dadurch, dass es Barbaren gibt, habe ich eine Motivation, auch Krieger zu bauen. Oder zu, wie soll ich sagen, zu erzeugen. Zu erforschen. Zu zeugen.
isn't just our lands that can be improved, but our waters as well. I suggest we search for opportunities to exploit the resources along the shores. Vessels large may venture more, but little boats should keep near shore. Ist das nicht toll? Sean Bean liest Zitate. Boah, also ich liebe es. Ich liebe es einfach. Hier habt ihr es dann nochmal auf Deutsch stehen, falls ihr es nachlesen wollt. Genau, wir haben jetzt Segeln erforscht und kriegen jetzt dadurch Galeeren, die wir erforschen können, und Fischerboote. Das heißt, wir können hier unten kriegen, jetzt kriegen wir den Fisch als Bonusressource, wenn wir mit einem Handwerker, glaube ich, so heißen die, da drauf gehen und da was bauen, oder mit einem Bauer, ich weiß nicht, wie die genau heißen. Und wir haben einen neuen Speer, mit dem wir vielleicht noch hier unten jetzt gehen. Unser Krieger hier oben sollte vielleicht wieder so langsam zurückkommen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass es ganz gut wäre, einen Krieger in der Nähe zu haben. It is best to use caution when moving close to enemy units. Doing so will often force the unit to be in the enemy's zone of control, restricting its movement. Die Beraterin habe ich aktuell noch eingeschaltet, damit ich vor allem im späteren Verlauf nichts vergesse oder verpasse. Langfristig kann man die natürlich ausschalten, gar kein Problem. Man kann sogar sagen, ob man eine Beraterin haben will, falls man noch nie Civilization gespielt hat und da alles mitbekommt, oder ob man eine Beraterin speziell für neue Spieler des sechsten Teils haben möchte. Und das ist eine tolle Idee. Oder man kann sie halt komplett ausschalten. Jetzt haben wir hier einen Barbarenspeer getroffen. Den würde ich gern angreifen. Ich hoffe, der verschwindet nicht gleich, aber das tun die meistens. Alles klar. Ich muss noch eine Forschung wählen. Wenn wir uns mal hier unsere Umgebung anschauen, haben wir hier Bananen in der Nähe, die könnten wir ausnutzen. Sehr viel Wasser. Ich weiß nicht, wie man das Wasser nutzt in Civilization. Ich hab da keine Erinnerung zu. Oh, Viehzucht, wir haben hier hinten Schafe. Aber das war es dann auch schon wieder. Bergbau bringt uns gerade auch noch nicht so viel. Was macht denn Keramik nochmal? Weizen und Reis ernten. Sehr weit weg. Oh mein Gott, Schiffsbau lohnt sich noch nicht. Dauert 56 Runden. Das heißt, ich werde erstmal tatsächlich auf Tierzucht gehen. Dann wählen wir eine neue Produktion. Neue Siedler sind immer sehr praktisch, weil man dann neue Städte gründen kann. Und deswegen gehe ich jetzt auch auf die Siedler. Was haben wir denn hier? Seide haben wir gefunden. It would seem we have finally tracked the barbarian raiders plaguing these lands to their source. We must destroy the stronghold or risk future attacks. Und hier haben wir quasi das Dorf der Barbaren gefunden. Und das können wir auslöschen, damit keine neuen Barbaren spawnen. Außerdem haben wir hier oben noch ein neues Stammesdorf entdeckt. Das können wir auch jetzt wieder einnehmen. Oh, ich habe einen Bonus auf die Technologie Schrift erhalten. Er geht weiter nach da unten. Okay, weiter geht's. Hm. Wird auch noch nichts Neues. Ja, dann geht's weiter in den Osten, würde ich sagen. Irgendwie sind die Wege aktuell sehr lang. Da unten sind die. Ja, hinterher. Ganz viele Barbarenspeer. Ich würde die ja sehr gerne angreifen, aber ich habe aktuell nur einen Kriegertrupp. Ich könnte die auch mit meinen Speeren angreifen, aber ich sehe da jetzt noch nicht den Sinn darin. Okay, die sind hier angekommen. Hier sollte ich mal diese Ecke anschauen.
Was heißt das? Barbaren nähern sich. Wir haben Barbaren entdeckt, die sich unserer Stadt Kyoto nähern, hier unten. Ich hoffe, die tun nichts, wenn sie nur Späher sind. Weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Schau dich das mal an. Oh, das sind aber viele Meldungen. Also als allererstes, Stadt-Staat-Treffen-Bonus. Als die erste große Zivilisation, die auf den Stadtstaat Jerusalem trifft, verdient ihr dort einen Gesandten. Hier drüben. Außerdem, wir haben eine Quest, bildet einen schweren Streitwagen aus. Und Jerusalem nochmal. Ein neues Stammesdorf. Dort hinten. Ah, das hat sich hier gelohnt, die Reise nach hier oben. This military unit has proven themselves. From the experience they have gained in combat, they're... Sehr schön. Außerdem haben die jetzt eine Beförderung bekommen, die wir wahrscheinlich in der nächsten Runde einsetzen können. Ist hier noch irgendwo ein Stammesdorf? Das da oben nicht, nicht wahr? Das ist schon weg. Und die Barbaren, das wissen wir auch. Nächste Runde. Für mich ist es gerade sehr kompliziert. Just as our citizens have faith in your leadership, so they are beginning to have faith in a higher power. I think it is wise to cultivate this new way of thinking. Perhaps there is some benefit to be gained. Wir beginnen zu glauben. Sehr cool. Was ich noch sagen wollte, ich habe Schwierigkeiten, die japanischen Farben aktuell von den Barbaren zu unterscheiden. Die Japaner haben einen weißen Hintergrund, trotzdem sind sie rot und rot ist immer Gefahr. Deswegen bin ich gerade sehr irritiert. Und auch sonst sehe ich hier gerade nur rot, schwarz, weiß. Das ist, sind nicht gerade die Farben, die man gut unterscheiden kann. Die Beförderung steht an. Wir können sie jetzt befördern zu Rangern. Wir können dann schneller durch Wald- und Regenwälder laufen. Oder zu Alpinen. Die können dann schneller auf Hügelgelände laufen. Ich sag jetzt mal, sie werden Ranger. Und schicke sie nicht hier zu den Speerkämpfern, sondern schön an denen vorbei. Und nach da. Erstmal nach. Ach, ich will nicht sehen. Ach, hier unten erstmal. Die Tierzucht läuft noch. Es scheint kein guter Startpunkt gewesen zu sein. In der letzten Runde, die ich begonnen hatte, hatte ich einen fantastischen Startpunkt. Enacting new policies in our government can be of great benefit. Our people await your decree. Aha, wir haben Gesetzgebung. Wir können jetzt unsere politische Ausrichtung anpassen. Wir können unsere Kampfstärke gegen Barbaren erhöhen, was ich ja sehr interessant finde. Aber dadurch, dass wir aktuell zwei Aufklärungseinheiten haben, werde ich einmal dieses Dekret beschließen. Und ist das unsere Hauptstadt Kyoto? Kann man das so sagen? Bin mir da gerade nicht sicher, ob Kyoto automatisch unsere Hauptstadt ist. Aber das klingt doch eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich sage erstmal, ich bin mir nicht sicher. Doch, ich sag Gottkönig. Ja, sie steht. Ja, Kyoto scheint unsere Hauptstadt zu sein mit dem Sternchen. So. Und an dieser Stelle, ich weiß, es ist wenig passiert, aber so ist es mit Civilization. Man hat immer das Gefühl, es ist wenig passiert und man möchte noch eine Runde spielen und noch eine Runde und noch eine Runde. Aber an dieser Stelle möchte ich gerne erstmal eine kleine Pause machen. Und werde gleich weiterspielen und die kommenden Tage werden ein paar Videos zu diesem ersten Lauf erscheinen. Und ich freue mich, wenn ihr das Video kommentiert, wenn ihr mir eine private Nachricht schickt, wenn ihr das Video liked oder teilt. Ich bin einfach dankbar, wenn ihr mir zeigt, dass euch das Video gefällt und ich vielleicht mehr zu Civilization machen kann. Und ich freue mich, wenn ihr mir helft, ein besserer Spieler zu werden in dem Spiel. Und ich freue mich, wenn ihr mir vielleicht auch die Rückmeldung gibt, ich habe das Video gesehen und ich habe mir jetzt auch das Spiel gekauft, weil ich Bock bekommen habe. Insofern, vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, ich spiele Civilization 6.